Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Halleluja, Rabasondo, Rekataya, Damis. Wir sagen dir Danke in den Namen Jesus. Halleluja. Lassen wir einen Klatschopfer für den Heiligen Geist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für dein Kommen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für dein Feuer. Danke, Heiliger Geist, für deine Salbung. Danke, Heiliger Geist, für deine Ausrüstung. Danke, Heiliger Geist, für die Geistesfrüchte. Danke für die Geistesgaben, für Prophetie, für Heilung, für Befreiung. Durch deinen Geist haben wir ewige Hoffnung. Sind wir Kinder Gottes. Alle, die von seinem Geist geleitet sind, sind Kinder Gottes. Und das sind wir. Halleluja. Es ist Freiheit, wo der Geist Gottes ist. Ketten zerbrechen, wo der Geist Gottes ist. Angst muss gehen, wo der Geist Gottes ist. Danke für dieses Geschenk. In Jesu Namen. Amen. So, ich lade dich ein, mit mir in Apostelgeschichte jetzt 2, Kapitel 2, Vers 1 zu schauen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. So, wir werden lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Die Bibel sagt, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie einmütig beisammen. So, mein Thema heute ist die Geistesfüllung in der Endzeit. Die Geistesfüllung in der Endzeit. Und ihr werdet verstehen, warum ich von Endzeit spreche. Es ist etwas, was absolut wichtig ist, wenn wir heute an diesem Pfingsttag zusammen sind. Vor tausenden von Jahren waren die Apostel zu diesem Zeitpunkt zusammen. Und die Bibel sagt, sie waren im Oberhaus. 120 Menschen waren einmütig im Gebet. Apostelgeschichte 1, 14, 15. Sie waren im Oberhaus. 120 Menschen an diesem Tag. Und dieser Tag ist im jüdischen Kontext ein Fest, was man ein Fest der Ernte nennt. Man nennt es auch Pentekoste. 50 heißt Pentekoste. 50 Tage nach dem Passa. Und die Juden waren traditionell an einem Ort versammelt. Und sie dachten, dass sie in dem Sinn ein traditionelles Fest erleben werden. Und ich möchte dir heute sagen, bei Gott gibt es keine Traditionen. Gott kommt, um Traditionen zu brechen. Der Gottesdienst ist keine Tradition. Gott kommt, um Gottesdienst-Tradition zu brechen. Deine traditionellen Dinge können nicht bestehen in dieser Endzeit. Sie hat keine Kraft. Sie hat keine Dynamik. Sie benötigt etwas. Und das ist der Heilige Geist. Ich möchte euch etwas sagen. Pfingsten spricht über das Kommen des Heiligen Geistes. Aber eigentlich das Wichtigere ist nicht nur das Kommen des Heiligen Geistes, sondern die Erfüllung des Heiligen Geistes. So, der Heilige Geist kann kommen, aber es bedeutet nicht, dass du unbedingt erfüllt bist. Erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, ist eine andere geistliche Qualität. So. Erfüllt zu sein vom Heiligen Geist ist eine andere geistliche Qualität. Erfüllt zu sein vom Heiligen Geist bedeutet, in Beziehung mit der Person des Heiligen Geistes zu sein. Du kannst nicht erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, wenn die Beziehung der Person des Heiligen Geistes nicht vorhanden ist. Wir
Wir haben alle den Heiligen Geist für die, die Jesus folgen. Aber nicht jeder ist erfüllt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, ist eine andere geistliche Qualität. Und ich möchte dir sagen, dass der Heilige Geist in deinem Leben kommt, ist gratis. Aber dass du erfüllt vom Heiligen Geist wirst, kostet dich etwas. Und wisst ihr, wir sehen 120 Leute, die beisammen sind im Oberhaus. Aber warum musste sich der Tag erfüllen? Und wisst ihr, was dieses Wort erfüllen bedeutet? Es bedeutet nicht nur, dass sich etwas erfüllt, aber in anderen Worten kann man dieses Wort als vollbracht eigentlich beschreiben. So, das bedeutet, traditionell gesehen oder natürlich gesehen war es ein normaler Tag, ein normaler Festtag. Aber im Geist gesehen war es ein Zeitpunkt, den Gott schon fertig vorbereitet hat. Gott hat immer alles fertig vorbereitet. Gott muss nichts mehr tun. Jesus Christus sagte, es ist vollbracht. Epheser 1,3 sagt, Gott hat uns in Christus mit allen geistlichen Segen gesegnet in den himmlischen Regionen. So, das bedeutet im wahrsten Sinne, gibt es nichts, was uns fehlt, weil Gott alles vorbereitet hat. Und wenn Gott alles vorbereitet hat, stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, danach zu trachten, nicht nach dem Minimum, sondern nach dem Maximum. Das Maximum von dem, was Gott durch seinen Geist vollbracht hat. Das bedeutet, vollbracht ist etwas, was fertig ist. Und ich möchte euch sagen, Jesus sagte davor, als er auferstanden war, war er 40 Tage mit seinen Jüngern. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und eigentlich gingen sie von einem Ort zum anderen Ort. Ständig waren sie in Bewegung mit Jesus. Aber jetzt sagt Jesus, bleibet hier, beweget euch nicht. Manchmal ist es so, dass wir uns bewegen von einem Ort zum anderen. Und manchmal sagt dann Jesus, bleibe mal stehen. Bleibe mal in meiner Gegenwart stehen. Das, was ich verheiße, ist, dass ihr meine Kraft bekommen werdet, um meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien, bis ans äußerste Ende der Welt. Jesus wusste, wenn sie nicht konzentriert sind, wenn sie nicht die Fülle des Heiligen Geistes erleben, würden sie nicht fähig sein, seine Zeugen zu sein. Sie werden fähig sein, traditionell in ihren Gottesdienst hineinzugehen, aber sie wären nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Das bedeutet, Gott möchte die Qualität seiner Gemeinde verändern. 120 waren beisammen. Und ich möchte dir sagen, der Tag des Pfingsten hätte sich nicht am Pfingsten erfüllt, wenn sie nicht vorbereitet wären. Das Wort einmütig ist wichtig. Kommt in Apostelgeschichte 2,1 und kommt in Apostelgeschichte 1,14-15. Sie waren einmütig. Einmütig bedeutet, 120 Leute haben jegliche Konflikte zur Seite getan. Wisst ihr, sie waren zusammen. Wenn Menschen zusammen sind, ist es nie einfach. Aber sie haben sich gesagt, wir haben ein Ziel. Wir sind nicht nur da, um einfach traditionell zusammenzukommen. Wir sind nicht nur da, um in dem Sinn einfach nur ein bisschen zu beten. Wir sind nicht nur da, sondern wir müssen alles bereinigen. Wären sie nicht in einem vorbereiteten Zustand, wäre der Tag des Pfingsten nicht in Erfüllung gegangen. Das bedeutet, die geistliche Zeit beurteilt und beobachtet unsere Handlungen. Aber im Geist hat Gott schon alles vollbracht. Mancherlei Segen, mancherlei Füllungen können wir nicht empfangen, weil wir nicht vorbereitet sind. Und wir geben uns manchmal mit dem Mindesten zufrieden. Aber Gott sagt, nein, ich möchte, dass meine Gemeinde die Totalität meiner Fülle erlebt. Ich möchte, dass meine Gemeinde fähig ist, Zeugen zu sein, nicht nur in Jerusalem, sondern bis ans äußerste Ende der Welt. Das bedeutet, die Versammlung hatte eine Vision. Eine weite Vision, in dem Gott die 120 sah, die vielleicht von sich selber gezweifelt haben und sich gedacht haben, kann mich Gott gebrauchen? Ja, er kann vielleicht nur Petrus gebrauchen. Ja, er kann vielleicht auch nur Johannes gebrauchen. Er kann vielleicht auch nur Jakobus gebrauchen.
Es gibt Namen, von denen wir nichts wissen, aber sie waren mitten unter den 120 Leuten. Es gab eine Vision. Und um diese Vision zu erfüllen, benötigt es die Fülle des Heiligen Geistes. Keine göttliche Vision kann erfüllt werden, wenn du nicht erfüllt bist vom Heiligen Geist. Nicht alles, was man tut oder was erfolgreich scheint, muss vom Geist Gottes kommen. Du kannst gut organisiert sein und erfolgreich sein. Aber wenn der Heilige Geist die Dimension der Fülle in dir nimmt, dann sprengt es den Rahmen der Organisation. Dann sprengt es den Rahmen der Vernunft. Dann sprengt es den Rahmen von dem Normalen, von dem Gewöhnlichen. Es ist etwas Ungewöhnliches, was passiert. Gott möchte dich erfüllen, damit du ungewöhnliche Dinge mit ihm erlebst. Ich möchte dir etwas sagen. Manchmal gehst du durch die Zeit und du sagst dir, ich bin traurig. Oh, mir geht es nicht gut. Ich habe dies und jeniges. Aber ich möchte dir sagen, es gibt zwei verschiedene Traurigkeiten. Die eine Traurigkeit ist, weil du seelisch bist, weil du Mensch bist, weil du emotional bist, weil Dinge nicht in deinem Leben vielleicht funktionieren. Es gibt ein Recht, auch ein bisschen traurig über Dinge zu sagen. Wir haben Emotionen. Aber es gibt eine andere Form der Traurigkeit, die vom Geist Gottes kommt. Amen. Und das ist in Epheser 4,30. Da sagt die Bibel, Paulus spricht zu der Gemeinde von Ephesus und sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. So, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Er ist nicht nur eine Sensation. Er ist nicht nur ein cooles Gefühl, ein schönes Gefühl, sondern er ist der heilige Gott, der sich offenbart in der Person des Heiligen Geistes. Bevor wir von Geist sprechen, sprechen wir von heilig. Und der Heilige Geist, der uns verheißen worden ist, nimmt Platz in uns. So, das bedeutet, es gibt ein Zusammenleben mit dem Heiligen Geist, was unheimlich wichtig ist. Wir können keine Fülle erleben, wenn die Beziehung zu ihm nicht stimmt. Die Bibel lässt verstehen, es gibt eine Traurigkeit, die vom Heiligen Geist kommt. Das bedeutet, mancherlei Traurigkeit sind nicht seelische Traurigkeit in deinem Leben, sondern andere Traurigkeiten ist die Traurigkeit des Heiligen Geistes. Wenn du mit jemandem lebst, zusammen in einem Haus, drückt die Person ihre Gefühle und seine Emotionen aus. Manchmal siehst du, ist die Person erfreut, und manchmal merkst du, oh, diese Person, der geht es nicht gut. Und es kreiert eine gewisse Atmosphäre. Egal, was du machen wirst, diese Atmosphäre hat Einfluss. Du willst lachen, aber du weißt, hier stimmt was nicht. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Manchmal machen wir Dinge, aber der Heilige Geist, wenn er betrübt ist, lässt uns wissen, dass er nicht zufrieden ist. Er lässt uns seine Emotionen verstehen, weil wir in einer Beziehung mit ihm leben. So, und manche Traurigkeit hast du bis hier noch nicht erklärt. Du denkst, es ist seelisch, aber manche Traurigkeit sind vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist dich daran erinnert, dass du gerade vielleicht nicht Dinge tust, die er von dir erwartet. Er spricht zu dir, aber man nimmt vielleicht die Worte nicht wahr. Und er gibt dir Hinweise, aber man nimmt sie nicht wirklich wahr. Wisst ihr, wir haben gestern in dem Workshop und so weiter darüber gesprochen, wie sehr der Heilige Geist Impulse geben kann. Aber die Frage ist, nehmen wir sie auf? Hören wir auf sie? Manchmal können wir nicht weiter, weil wir Dinge bearbeiten müssen, wo wir dran vorbeigegangen sind, wo wir nicht richtig zugehört haben. Aber wir wollen weiter schnell nach vorne. Und dann sagt der Heilige Geist, hey, ich habe dir ein paar Sachen hier gezeigt, die du nicht beachtet hast. Wie fühlst du dich, wenn du am Reden bist und am Reden bist und man ignoriert dich? Das ist eines der Dinge, die uns verletzen als Menschen. Es sind Dinge, die wir gar nicht mögen. Aufmerksamkeit, ein Kind, was geboren wird, sucht Aufmerksamkeit, wenn du nicht zuhörst, wenn du da bist, auch wir als Erwachsene. Aufmerksamkeit.
Und ich möchte dir sagen, der Heilige Geist sucht deine Aufmerksamkeit. Genauso wie das Kind die Aufmerksamkeit sucht. Sucht der Heilige Geist die Aufmerksamkeit. Wir dürfen nicht seine Stimme ignorieren. Und Apostel Paulus ist klar in diesem Kapitel. Er sagt hier ab Vers 25 bis 32, ich gehe nicht auf alles ein. Er sagt, darum legt die Lüge ab. Es gab Christen zu dieser Zeit, die sich gesagt haben, ich habe den Heiligen Geist, aber ich kann trotzdem weiter lügen, ich kann weiter tricksen, ich kann weiter nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Es ist nicht unbedingt so schlimm. 80% Wahrheit, 70% Wahrheit ist nicht schlimm. Für dich ist es nicht schlimm. Aber hier sagt Paulus ganz klar, in der Beziehung oder in dem Erfüllen seines Heiligen Geistes, lege die Lüge ab, reiße sie ab. Sie ist nicht Teil der heiligen Identität des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht hier, zürnt nicht. Andere haben Zorn und Bitterkeit und gehen damit schlafen über Tage. Aber die Bibel sagt, zürnt nicht, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter eurem Zorn. In was für einer Identität wandeln wir? In unserer Identität oder in der Identität des Heiligen Geistes? Das heißt, die erste Person, die traurig wird, ist nicht unbedingt dein Mitmensch, der mit dir lebt, aber in erster Linie erstmal der Heilige Geist. So, und wenn wir das in dem Sinn vor Augen haben, verstehen wir, dass wir in einer Beziehung leben. Wenn du in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist lebst, dann achtest du auf die Person, wie wir auf die Beziehungen achten, die in unserem Leben sind. Wir achten darauf, dass wir nicht jemanden verletzen. Die Bibel sagt hier weiter, betrübt nicht den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, all das darf nicht in unserem Herzen sein. Wir müssen reine Herzen haben. Denn die, die reines Herzen haben, werden Gott sehen. Du willst Gott sehen, habe ein reines Herz. Gott ist nicht in diesen Menschlichkeiten, in diesen Fleischlichkeiten. Gott ist da nicht drin. Interessant ist es, in Epheser 4 sagt er, seid nicht betrübt. Und in Epheser Kapitel 5 sagt er, seid voll des Heiligen Geistes. Epheser Kapitel 5, 18 sagt er, und berauscht euch nicht von Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Und jetzt, wie wird man voll des Geistes? Redet zueinander in Psalmen und Lobgesängen, in geistlichen Liedern, spielt den Herrn in eurem Herzen, sagt alle Zeit Dank und unterordnet euch. Als ich mir das wieder so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, so, hey, erfüllt vom Heiligen Geist? Da ist doch Worship, Lobpreis. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Und erfüllt vom Heiligen Geist ist, wenn ich irgendwo isoliert bin und meine Gemeinschaft habe mit Gott. Das bedeutet, erfüllt zu sein. Aber wenn du wirklich da erfüllt bist, muss es sich immer unter Menschen zeigen. Was hier eigentlich Paulus sagt, es gibt eine Dimension, wie der Heilige Geist dich füllt. Das passiert, wenn du alleine bist. Das gibt es. Aber jetzt gibt es eine andere Dimension, die dich erfüllt, ist die Art und Weise, wie du unter Menschen lebst. Weißt du, die Art und Weise, wie du lebst, kann dich erfüllen. Und das ist das, was er sagt. Er sagt, nur das Reden spricht zueinander Psalmen. Wer möchte alles erfüllt sein vom Heiligen Geist? So, und er sagt zu dir, rede Psalmen, rede Gutes, rede Göttliches. Wenn du anfängst, göttlich zu reden, ist es noch nicht mal so kompliziert. Gott macht es nicht so kompliziert, um zu sagen, es ist alles so schwer, alles so mühsam. Aber er sagt, wenn du anfängst, Gutes zu reden, wenn du anfängst, göttlich zu reden, wirst du automatisch erfüllt. Du denkst, dass du gibst, aber Gott sagt, während du gibst, wirst du selber erfüllt. Du denkst, während du etwas gibst, gibst du etwas. Aber Gott sagt, währenddessen wirst du selber erfüllt. So, es geht eigentlich gegen unsere Logik, gegen unser Verständnis, gegen unsere Art und Weise, wie wir denken.
Und er sagt hier, redet nicht nur Psalmen, sondern er sagt, sing geistliche Lieder. Es hängt nicht drauf an, was für eine Stimme du hast, sondern es geht um dein Herz. Singe. Wenn Gesang verändert Atmosphären. Hast du nicht gemerkt, egal wie du dich fühlst, aber wenn du anfängst zu singen nach einer Zeit, oh, danke Jesus für den Frieden. Danke Jesus für die Heilung. Du fängst an zu verstehen, eine Atmosphäre dominiert eine andere Atmosphäre. Du musst nicht in einem gewissen Zustand sein, aber wie veränderst du Zustände? Zustände veränderst du, wenn du anfängst, geistliche Handlungen zu tun. Du musst dich darin selber trainieren, selber darin erinnern. Und du wirst sehen, es wird Frucht tragen. Die Bibel geht noch weiter und sagt, dass es nicht nur geistliche Gesänge sind, aber die Bibel sagt Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wir wollen alle erfüllt sein vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt, seid dankbar. So einfach ist es. Es ist nicht kompliziert. Aber der Kampf ist, dass die Wurzel der Undankbarkeit immer wieder hochkommt. Weil die Wurzel der Undankbarkeit dir eine Perspektive des Lebens zeigt, die menschlich ist, aber nicht göttlich ist. Das bedeutet, du musst eine andere Perspektive sehen. Es geht immer um die göttliche Perspektive, nicht um die menschliche Perspektive. Dich daran zu erinnern, was Gott sieht und nicht, was du siehst. Dich daran zu erinnern, was Gott fühlt und nicht daran zu bleiben, was du fühlst. Denn das, was Gott sieht, ist größer. Das, was Gott fühlt, ist größer. Das, was Gott vorhat, ist immer größer, wenn wir eine dankbare Haltung haben. Undankbarkeit zieht dich runter. Aber Dankbarkeit, selbst wenn du auf dem Boden bist, stehst du auf und du verspürst neue Kraft und du fängst an, Gott anzubeten und zu sagen, hey, ich bete dich nicht an, weil du mir dies und jeniges gegeben hast, sondern ich bete dich an, weil ich erkannt habe, wer du bist. Du bist der heilige Gott. Du bist mein Retter, der mich erfüllt hat, der mich gerettet hat, der mich befreit hat, der eine neue Geschichte mit dir geschrieben hat. Was ist größer als diese Gabe? Was ist größer als dieses Wunder? Was ist größer in dem Leben als dieses Wunder in deinem Leben? Das Letzte, was er hier sagt, ist, unterordnet euch einander unter. So, das bedeutet im wahrsten Sinne, bei der Unterordnung, dass wir uns einander unterordnen, bedeutet, dass ich jeden respektiere. Das bedeutet, dass ich jeden wertschätze. Dass ich jeden ernst nehme. Ob es mit mir, dem Pastor, ist oder ob es mit gewissen Geschwistern irgendwo sind. Mit jedem spreche ich die gleiche Sprache. Ich habe schon mal davon gesprochen. Es gibt die pastorale Sprache in der Gegenwart eines Pastors. Aber was ist deine echte Sprache, wenn du im Background mit Leuten bist, die keinen Titel haben, die keine Namen haben, die vielleicht jetzt nicht in dem Sinne eine Autoritätsperson ist? Wie sind deine Worte? Wie sind deine Handlungen? Oh Pastor, wie geht es dir? Sei gegrüßt, Halleluja, die Gegenwart Gottes ist da. Wenn du diese Sprache nicht nur mit mir hast, aber auch mit dem, der nicht gesehen wird, auch mit dem, der einfach zur Familie Gottes gehört, fängst du an, das auszuleben, was Paulus sagt. Du wirst erfüllt vom Heiligen Geist. Sie haben die Kinder, wollten die Jünger aufhalten. Aber was hat Jesus gesagt? Lasset sie kommen, denn denen gehört das Reich Gottes. Und hier belehrt Jesus eigentlich eine Perspektive. Vielleicht haben die Jünger gedacht, ah, das sind Kinder. Aber in den Augen Gottes waren das Männer Gottes, Frauen Gottes. Noch im jungen Alter. Aber Gott hat eine ganz andere Perspektive gehabt. Ich warte nicht, bis jemand erstmal jemand geworden ist, um auf einmal nett zu werden. Ich warte nicht, bis jemand einen Durchbruch hat, um zu sagen, ah, ich connecte mich mit dieser Person. Ah, mit dieser Person, die habe ich gekannt. Die war immer bei mir in der Gemeinde. Die hat immer neben mir gesessen. Ich habe die Person gesehen. Erinnerst du dich? Aber wie oft hast du mit der Person gesprochen? Aber wie oft hast du Zeit mit der Person gehabt? Wir dürfen nicht Leute sein, die profitieren wollen. Manchmal sind wir so Menschen. Und wir müssen diese Dinge abreißen, eine andere Perspektive zu sehen. Jeder ist wichtig. Jeder ist würdig. Jeder ist von Gott gesalbt. Jeder hat den Heiligen Geist. Wir sind eine Familie.
eine Familie Gottes. Und das ist das, was in Apostelgeschichte war. Sie waren eine Familie. Sie waren einstimmig. Versteht ihr? Manchmal ist es so, wir sagen in der Gemeinde, lasst uns in eine Richtung gehen. Aber es scheint so manchmal, als würde 30% das machen, 30% dies, 20% dies und 10% dies. So, man merkt so, ach, okay, die machen dies und dies. Aber warum schaffen wir es nicht in dieser Zeit, dass alle das gleiche Ziel haben, die gleiche Motivation haben, die gleiche Ambition haben? Es ist ein Umbruch, den Gott in uns tun möchte. Wenn wir erfüllt sein wollen vom Heiligen Geist, müssen wir dahin kommen, dass wir sagen, Jesus hat gesagt, was hat Jesus gesagt? Jesus sagte, wir sollen seine Zeugen sein. Die Welt wartet auf dich. Samarien wartet auf dich. Judäa wartet auf dich. Aber dieser Kleinkram in Jerusalem ist immer noch da und lässt dich in einem Teufelskreis gehen. In einem Teufelskreis, wo du immer das Gleiche siehst, wo du immer noch das Gleiche siehst. Und Gott möchte diesen Teufelskreis brechen, um zu sagen, es ist zur Zeit, dass Jerusalem einen neuen Einfluss hat. Es ist die Zeit, dass Samarien einen neuen Einfluss hat. Es ist die Zeit, es ist die Zeit, es ist die Zeit. Deswegen heißt es, als der Tag des Pfingsten erfüllt war, das heißt, Gott hat alles vorbereitet. Er wartete auf diesen Moment. Er wartete und die 120 waren bereit. Und weil sie bereit waren, konnte der Heilige Geist in seiner Kraft herabkommen. Und nicht irgendwie, dass der Heilige Geist nur gekommen ist, sondern es war eine Qualität, die es in dieser Zeit nicht gegeben hat. Wisst ihr, eines der Dinge, die ich sage, wir sagen sehr oft, Petrus hat gepredigt und 3000 kamen zum Glauben, oder? Aber ich möchte dir sagen, was ist eigentlich in Wahrheit passiert? Petrus hat nur erklärt, was die Leute nicht verstanden haben. Und dann kamen sie zum Glauben. Aber die Bibel sagt, als der Heilige Geist herabkam, auf die 120 hörten alle Menschen in verschiedenen Sprachen die großen Taten Gottes in ihrer Sprache. Das bedeutet, 120 waren erfüllt vom Heiligen Geist und 120 predigten. Nicht 50% von der Gemeinde, nicht 40%, sondern 100%. Und ich glaube, dass es das ist, was der Heilige Geist machen möchte. Der Heilige Geist erfüllt dich nicht nur, um ein schönes Gefühl zu geben, sondern der Heilige Geist erfüllt dich, um dich fähig zu machen. Fähig zu machen, was du nicht selber machen kannst. Fähig zu machen, was du aus deiner Kraft nicht machen kannst. Deswegen sagt die Bibel, es ist weder durch Herr, weder durch Kraft, aber es ist durch meinen Geist. Durch meinen Geist möchte ich dir ein anderes Gesicht geben. Möchte ich dir einen anderen Namen geben. Ich möchte dir einen anderen Ruf geben. Ich möchte komplett Dinge in deinem Leben verändern durch meinen Geist. Gott hat genug gehört, ich kann es nicht. Warum? Gott hat all diese Worte genug gehört. Aber jetzt sagt, die Zeit ist gekommen, dass du verstehst, dass ich mit dir etwas tun möchte. Wenn du es zulässt. Wenn du es zulässt. Wir wollen etwas weiteres verstehen. In die zweite Ebene von Pfingsten. Die Zeit wird erfüllt, erstens. Zweitens, was wird dann erfüllt? Das Haus. Bevor die Menschen erfüllt worden sind, wurde das Haus erfüllt. Amen. Amen. Seid ihr in der Schrift? So. Die Bibel lässt verstehen, dass das Haus zuerst erfüllt worden ist. So. Und ich habe mir die Frage gestellt, als die Zeit erfüllt war, warum musste das Haus erfüllt werden, bevor die Menschen erfüllt wurden? Und es war interessant zu verstehen, das Haus
steht nicht nur für das Oberhaus, aber das Haus steht auch für die Familie. Deswegen, wenn du Apostelgeschichte 2,46 siehst, heißt es, sie waren was? Beständig und sie gingen zum Tempel und sie gingen in die Häuser. Versteht, Gott ist nicht nur darin interessiert, die Zeit zu erfüllen. Gott ist darin interessiert, Häuser und Familien zu füllen. Denn bevor sie erfüllt worden sind, ist eine Atmosphäre in den Häusern gewesen. Und diese Atmosphäre ist wichtig. Was für eine Atmosphäre ist in deinem Haus? Was für eine Atmosphäre ist bei dir, wo du lebst, mit deiner Frau, mit deinem Mann? Selbst wenn du alleine lebst, selbst wenn du mit Geschwistern lebst. In was für eine Atmosphäre ist die Atmosphäre, die im Haus ist? Aber Apostelgeschichte zeigt uns, Gott ist fähig, sogar Häuser zu füllen. Das bedeutet, du kommst an einem Ort rein und du verspürst, hier ist etwas Göttliches. Kennt ihr das? Du kommst an einem Ort und du verspürst Bedrückung. Warum spüren wir diese Dinge? Weil wir geistliche Menschen sind. Das bedeutet, selbst wenn alles, einer sagt, es ist gut, aber dein Geist weiß, es ist nicht gut. Weil dein Geist ist in Kontakt mit der Atmosphäre, die unsichtbar ist. So, das bedeutet, der Heilige Geist kann Atmosphären füllen. Und diese Atmosphären sind wichtig, damit das Leben Gottes nicht nur in der Gemeinde ist, sondern in deinem Hause anfängt. Und wie haben sie es praktisch gemacht? Apostelgeschichte 2,46. Erfüllt vom Heiligen Geist ist nicht nur zu beten, ist nicht nur das Wort zu lesen, es ist mehr. Die Bibel sagt, sie gingen in den Häusern, sie brachen das Brot. Sie haben Abendmahl zusammen im Haus gehalten. Und nicht nur das Abendmahl, sie haben sogar gegessen. Sie haben gegessen. Ja? Freundschaft geht auch über den Magen manchmal. Sie haben gegessen. So, das bedeutet, es war eine Leichtigkeit und das Familiensein ist ganz natürlich entstanden. Ohne dass es ein Programm gab, geht in den Hauskreis. Mache dies, mache das. Montag ist das, Dienstag ist das, Freitag ist das. Nein, sie waren in einem natürlichen Familiensein. Es wurde normal. Und ich glaube, in den Häusern, in die sie reingegangen sind, wisst ihr, ich glaube nicht, dass alle in dem Haus immer errettet waren. Ich glaube, dass nicht alles okay war in dem Haus. Aber ich glaube, gegenseitig haben sie sich geholfen, durch Gemeinschaft geistliche Atmosphären zu brechen in den Häusern. Schon, dass jemand dich besuchen kommt, hat einen Impact auf deinen geistlichen Kampf in der Familie. Weil du nicht alleine bist, weil Leute kommen, ihr betet, ihr redet über Gott, ihr habt das Abendmahl, ihr habt Gemeinschaft zusammen. In der geistlichen Atmosphäre passiert etwas. Du hilfst zur Befreiung in dem Haus. Du hilfst zur Liebe im Haus. Du hilfst zur Versöhnung. Das bedeutet, die Fülle des Hauses ist nicht nur Heiliger Geist kommt, aber es bedeutet auch, dass der Mensch kommt. Und wenn der Mensch kommt, entsteht göttliche Atmosphäre zu Hause. Und das ist das, was passiert. Die dritte Füllung in der Geschichte ist, sie wurden alle erfüllt, was ich eben gesagt habe. 120. Alle werden erfüllt. Nicht nur 50, nicht nur 40, alle. Und die letzte Erfüllung ist die Erfüllung in Jerusalem. Wisst ihr, dass die Stadt Jerusalem auch erfüllt wurde? Das heißt, wir reden eigentlich von verschiedenen Bereichen der Erfüllung. Die Zeit kann erfüllt sein, Häuser können erfüllt sein, Menschen können erfüllt sein und eine Stadt kann erfüllt sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Deswegen sagt die Bibel in Apostelgeschichte 4, 28 und sprach, wir haben euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Seht ihr, was sie sagen? Sie sagen, ihr habt Jerusalem erfüllt. Was für ein Zeugnis, wenn Menschen kommen, die nicht den Glauben an Jesus haben und zu dir sagen, ihr habt Köln erfüllt mit Jesus Christus. Ihr habt Köln erfüllt mit Jesus Christus. Das ist das Zeugnis der ersten Gemeinde. Das ist das Zeugnis, wohin Gott uns führen möchte. Nicht nur ich werde erfüllt. Deine Familie muss erfüllt werden. Die
Zeit ist erfüllt, weil die Zeit jetzt geschlagen hat. Sie ist da. Für die, die bereit sind. Und der letzte und die letzte Füllung ist Jerusalem. Und ich schließe mit Apostelgeschichte 2,17. Die Bibel sagt, als das kam, heißt es, in den letzten Tagen werde ich mein Geist auf alles Fleisch ausgießen. Diese Botschaft hat zwei Aspekte. In den letzten Tagen ist ein anderes Wort für die Endzeit. Und deswegen sage ich, die Endzeit hat nicht nach Corona begonnen, sondern die Endzeit hat mit dem Heiligen Geist begonnen. Und er sagt, ich werde mein Geist auf alles Fleisch. Aber jetzt, passt auf, 2. Timotheus 3,1. Paulus sagt, in den letzten Tagen, er spricht über die letzten Tage zur Gemeinde. 2. Timotheus 3,1. Und was sagt er da in 2. Timotheus 3,1? Du aber sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das sagt Paulus. Petrus sagt, in den letzten Tagen wird der Heilige Geist sich ausbreiten. Paulus sagt zu der Gemeinde von Ephesus, die letzten Tage werden schlimme Zeiten sein. In anderen Worten sagt er, die letzten Zeiten werden harte Zeiten sein. Und das Wort, was hier steht, heißt sogar unterdrückt. Es werden Zeiten der Unterdrückung sein. So, das bedeutet, wenn die letzten Zeiten, in der wir schon leben, in der wir schon sind, hart sein werden, schlimm sein werden. Ich brauche euch nicht zu erzählen, was in der Welt abgeht. Jeder weiß, was passiert. Jeder weiß, in was für eine Zeit Kinder geboren werden. Was für eine Zeit und was für eine Entwicklung wir gehen. Und wir halten den Hand auf unsere Köpfe und sagen, ist das möglich? Ja, es ist möglich, weil es eine Prophetie gegeben hat, die sagt, es wird diese Zeiten geben und sie wird schlimm sein. Aber die Frage stellt sich jetzt, wie kann die Gemeinde in dieser Zeit bestehen? Wenn die Gemeinde nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, wird sie Kompromisse machen. Wenn die Gemeinde nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, werden manche aufgeben. Manche werden in Lehren hineingehen, die menschengefährlich sind, aber nicht mehr göttlich sind. Leute, die nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist, können diesen Zeitgeist können nicht widerstehen. In welcher Kraft willst du Verführung dieser Welt verstehen, um einfach zu sagen, ich entscheide mich. Wie oft hast du dich entschieden und es hat nicht geklappt? Aber der Punkt ist vielmehr, wenn die Fülle des Geistes ist und die Entscheidung mitträgt, werden unmögliche Dinge möglich. Das bedeutet, für uns Gemeinde ist das wichtig. Petrus besagt hier, wenn wir bestehen wollen in dieser Zeit Gemeinde, müssen wir erfüllt sein vom Heiligen Geist. Weil die Erfüllung des Heiligen Geistes wird alles ablehnen, was nicht von Gott ist. Wird keine Kompromisse tun. Selbst wenn du gefallen bist, wirst du direkt wieder aufstehen, um zu sagen, hey, das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Leben, wofür ich mich entschieden habe. Du wirst radikal sein. Nicht, weil du in dem Sinn ein Extremist bist, sondern weil du voll des Heiligen Geistes bist. Und diese Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind, können gegen diese schlimmen Zeiten bestehen. Und sie werden nicht aufgeben, sondern sie werden da sein, um die große Ernte Gottes in der Endzeit aufzunehmen. Noch einmal, die Fülle des Heiligen Geistes ist mehr als ein Gefühl, sondern es ist Teil deiner Identität. Du musst darin arbeiten und zu sagen, Herr, ich möchte mich entscheiden, erfüllt zu sein. Egal wo dein Beruf ist, bist du Informatiker oder bist du Autoverkäufer, bist du Bäcker. Egal wo du bist, du musst erfüllt sein vom Heiligen Geist. Denn dieser Ort ist ein Ort der Errettung. Du hast einen größeren Sinn in der Arbeit als nur das Geld. Es gibt einen tieferen Sinn, da wo du gestellt bist, als nur das Studium.
Überall, wo du bist als Student, du musst erfüllt sein vom Heiligen Geist, damit man dich nicht beeinflusst, sondern dass du die Welt beeinflusst. Und wenn wir das tun, Gemeinde, werden wir ungewöhnliche Dinge erleben. Und dann werden wir zu Pfingsten schauen und sagen, ja, Apostelgeschichte 2 war Pfingsten, aber wir haben auch unser Pfingsten im Jahre 2024 erlebt. Wir bringen die biblische Geschichte in unsere Realität. Wir bringen die biblische Realität in unsere Realität. Es geht nicht nur um das Kommen, sondern es geht um das Erfülltsein vom Heiligen Geist. Amen. Wenn wir aufstehen können. Halleluja. Zeig uns deine Herrlichkeit. Zeig uns deine Herrlichkeit. Halleluja. Erwecke uns.